Hallo. Guten Tag. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Omzi 2, der Omnibus-Simulator, hier auf der Karte Waldhofen. Ja, wir fahren heute die Linie 592. Und zwar fahren wir heute nach Albringhausen Bahnhof. Ja, wir fahren so gute 15-20 Minuten, würde ich jetzt so sagen. Ja, fahren doch schon so. Doch, ja, doch. Müsste so 15-20 Minuten sein, die wir fahren. Ja, wir fahren hier von Hofkamp ab, fahren über Bootshaus, fahren über Kaiserwall, über Waldhofen Bahnhof fahren wir. Anschließend fahren wir noch über Forsthaus und dann kommt schon Albringhausen Bahnhof. Ja, das wird wieder eine richtige Tour hier, deswegen werden wir uns mal hier unsere Karte mal reinstöpseln. Welcome, welcome. Ja, genau, so sieht's aus. Liste Entnahme. 10.5. Ja. Haben wir jetzt. Wir können die Zeit mal. Übrigens, die 2 Minuten können wir noch warten. Und dann fahren wir los mit unseren. Ja, was fahren wir denn heute? Ja, das ist auch noch die Frage. Ja, wir fahren mit einem O530G aus den, ich vermute aus dem Baujahr 2005. Ist ja Baujahr 5, müsste Baujahr 5 sein. Ja, mit Euro 3 Motor ist es. Müsste sein. Und ja, wir haben auch heute eine coole Werbung drauf. Ausbildungsmesse. Deine Ausbildung, deine Zukunft. So sieht's aus. Gehe neue Wege. Ja, wir machen für die Ausbildungsmesse Werbung. Und haben auch hier unsere Lackierung, unsere Stadtlinie-Lackierung mit am Start. Mit Flipdot, all drin und drum und dran. Ja, dann können wir mal den Bus schon mal bereit machen. Können wir mal das Dashboard ein bisschen. Das kann man jetzt nicht komplett verstellen. Finde ich auch schade. Aber ein bisschen kann man das. Pünktlich fahren wir jetzt ab. Gucken, ob wir heute Verspätungen bekommen. Das hängt alles. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das hängt alles an mir. Das hängt alles vom Verkehr ab, was so auf der Straße los ist. Ja. Genau. Und wir können fahren. Ja.
Wiesenburger Straße. Hier gibt es einen Pennymarkt, kann man einkaufen gehen. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Hallo. Komisch, es kam kein Gong. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, weiter geht's mit unserer Reise. Schönen guten Tag. Ja, bitte. Bitteschön. Kann auch kein Danke sagen, ne? Also, jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Bin nur die Kurve gefahren. Ja, eine Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ja, komm, meckert ruhig, was das Zeug hält. Hallo.
Fahrkarte, bitte. Ah, bitte, sagt er sogar, ja, gerne. Bitteschön. An der Staumauer. Komisch. Warte mal. An der Staumauer sind wir jetzt. Da sagt er mir, ich soll um 44 hier sein. Warum sagt mir die Uhr da oben, dass ich schon eine Minute Verspätung habe? Ich verstehe das nicht. Na, wir warten jetzt kurz noch bis 44 und dann fahren wir weiter. Okay, fahren wir jetzt weiter. Knirpstorfstraße. Ich glaube, die Brücke hätte man hier oben weitergebaut. Irmscheierstraße, Bootsanleger. Oh, neue Fahrgäste. Neue Fahrgäste. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Der Bus wird jetzt ziemlich voll, habe ich das Gefühl. Ich fahre hier um 46 wieder ab. Weil ich glaube, die Uhrzeit, die da drauf steht, die stimmt nicht. A
am Bootshaus. Hallo. Umsteigemöglichkeit zu den Bussen in Richtung Niederspruchhöfe. Hallo. 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 Hallo, guten Tag. Fahrschein bitte. Ja, danke. Bitte. Hallo. Hallo. Oh, geil. Der sieht da auch schön aus. Am Heidelberg. Wie es aussieht, fahren hier nur Gelenkkurse auf der Linie. Ich glaube, das wird am Abend sehr anders aussehen. Da werden bestimmt hier Solo-Busse fahren. Marlon? Ja. Wieder da zu Hause. Der ging ja schnell. Ja, ich hab gesagt, das dauert nicht lange. Mein Vater zu meiner Mutter hatte keinen Bock auf KMRC2, weil ich hatte irgendwann einen Problem KMRC2 gehabt. Deswegen bin ich auf. Sonntagsfahren auf der 234 eigentlich fast nur kam jetzt jetzt vielleicht kennen. Ja. Und Freitag sind auch öfter MAN auf der 34. Guten Tag. Ja. Ja. So, wenn jetzt mal die Tür da hinten, genau. Mach die Tür denn da hinten. Der Michael Schumacher, ja?
genau, direkt grün. Welche Map fährst du? Waldhofen. Ah. Mit einem schönen U530G. C1 oder so für der Facelift? Ja, wenn, dann müsste man ja Facelift sagen, aber es ist ja kein Facelift. Erste Generation. Also, dann sag einfach Ofen 130G, genau, ja. Deswegen, man sagt ja genau, man sagt Ofen 530G, habe ich ja gerade eben gesagt. Hallo. Genau, ja, ich habe es schon nochmal nachgefragt. Geh mal auf links, geh mal, wie heißt das? Hallo. Discord live, möchte zugucken. Ach, möchtest du zugucken? Ja. Discord live. Naja, ich mache hier gerade auch ein Video für YouTube, deswegen. Ach so. Ja, 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 genau. Alles gut. Das hat jetzt auch nicht den Stream, das Video aufgehalten. Guckst du zu, ne? Ja. Läuft das flüssig? Den, ja, V5. Läuft das flüssig? Ja, das läuft flüssig. Alles so, dann sind wir schon wieder an der Haltestelle. Ich habe heute eine sehr schöne Werbung drauf. Sieht schön aus. Stadtlinie. Was sieht's? Armin T. Leute, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Warte mal, ich muss da kurz was gucken. Ach doch, ich fahre da weiter lang. Hallo, danke. Hallo. Bitteschön. Hallo. 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 Guten Tag. Der Bus wird jetzt voll. Das kommt noch, sorry. Also heute sollte ich mir auch noch schneien. Von 21 bis 23 Uhr, 0 Grad, 50%. Ach, soll's bei uns heute Schnee? Okay, dann sind Sie da schon spät halt hier rüber.
Kommt es bei uns heute Schnee? Ja. Ja, aber nur so ungefähr 8 Millimeter. Das ist nicht mal ein Zentimeter. Na, dann definieren wir es mal so. Zwischen 21 und 23 Uhr ist das bei uns. In Krefeld so zwischen 9, ab 19 Uhr oder 18 Uhr. 19 bis 22. Bei uns von 21 bis 23 Uhr. Also um 21 Uhr haben wir auch die höchste Wahrscheinlichkeit. Ich hoffe, es kommt. Und morgen soll es dann wieder regnen. Und der Boden ist, und der Boden ist auch noch nicht nass, das heißt, das könnte liegen. Nächste Woche wird es wieder so warm. Ne? Montag 0 bis 4 Grad, Dienstag 0 bis 6. Mittwoch 2 bis 6, Donnerstag 1 bis 6, Freitag 4 bis 7. Nächste Woche. Ja, und danach geht es wieder kälter. Von dem Winter kannst du ja aber auch nicht reden. Aber in München oder so kann man schon vom Winter reden. In München und Bayern. Junge, ist untergegangen im Schnee, Alter. Nein, da fahren wir keine Züge. Da gibt es auch keine Möglichkeit, weg zu machen. Den Schnee. Die Straßen waren Bus und so, alles von der MVG fahren. Die Züge fahren nicht nach München. Ja. Die U-Bahn fährt aber. Warum die U-Bahn? Der Schnee liegt da teilweise 2 Meter hoch. Ja. Kann man das nicht wegräumen? Nicht wegräumen? Nee. Junge, da können keine Autos mehr fahren, weil der Schnee so hoch ist. Guck mal, die Oma ist hier, die 60, wie ich ja. Also ich bin ja froh, dass ich heute in München wohne, aber da liegt es wieder auf dem Boden. Also ich würde gerne in München leben. Dezember schneit es nicht oder liegt der immer. Ich hoffe, am 28. Dezember schneit es oder liegt der nicht mehr so krass viel Schnee. Doch, ich glaube schon, dass das Test noch nie. Tschüss, Junge, morgen ist in München minus 12 Grad. Hm. Ach, das ist ja nicht, Alter. Morgen um 7 Uhr morgens, Alter, die armen Schüler müssen bei minus... Ach nee, bei denen fällt eh Safe-Schule aus. Ja, natürlich, die wollen in die Schule kommen, im Bus oder was? Ja. Der im Dings feststeckt. Aber RIP an die Leute. Alter, das ist minus 6 Grad, Alter. Aber RIP an die Leute, RIP an die Leute, die neben der Schule wohnen. Ja, ich glaube mir eher, dass die Lehrer auch nicht zur Schule kommen, ne? Ja, stimmt auch wieder. Die Lehrer müssen ja auch erstmal kratzen, hör mal. Jo. Hallo. Die müssen ja immer abkommen. Der Arsch, meine Brotte, man. Ich bin gleich wieder da. Ey, das Video besteht gleich nur aus Hammer. Ne? Nenn das Video C1 auf Waldrufen, Hammer. Halt der Straße. Ey, ja, so nenne ich das auch. C1 auf Waldhofen. Nicht C1, O530G. Aber ich doch nicht. Gewalt. Mit O530G durch Waldhofen, hör mal. Genau. Hallo. Kann ich ja gerne mit euch mal Guten Tag. Ich
ey, die nächsten zwei Wochen sind total scheiße. Warum? Jede Woche eine Arbeit. Ja, okay, wir schreiben morgen Deutsch ab. Bald. Nächste Woche Mathe und glaube ich, da ist noch englische Prüfung und das war's dann mit unserer Arbeit. Also, wir schreiben diese Woche Mathe. Englisch und Pädagogik. Übernächste Woche schreiben wir Mathe und Deutsch. Mathe und Deutsch, aber Deutsch zuerst. Dann Mathe. Und dann haben wir es geschafft. Und dann, also wir haben den Donnerstag eigentlich den letzten richtigen Stress gehabt. Okay. Obwohl wir Ferien erst am Mittwoch haben. Donnerstag. Warte mal, wann sind die Ferien? Die beginnen mitten in der Woche. Also wir haben noch Mittwoch den 20. Schul und dann am 21. Donnerstag ist schon frei. Leon, hast du auch einen Kalender? Wir brauchen einen Kalender, ne? Ja. Ich auch. Ja, auf jeden Fall. Weil wir gehen am 14. schreiben Mathe. Ja. Und am 15. gehen wir dann mit unserer Klasse in Napoleon. Oh Gott. Ist okay, finde ich cool. Wenigstens kann ich keinen Unterricht haben, weil Freitag ist der Unterricht richtig scheiße. Boah, die 10-2 oder wie in der Schule. Die ist morgen wieder da, so am Dortmund. Also, das heißt, wir machen Mathe nur Wiederholung 2 Stunden. Ich habe die ersten 2 Stunden ja Mathe. Ich schreibe Englisch morgen erst in der 3. Ich schreibe Mathe, ich schreibe Deutsch morgen 4. und 5. Stunde. Also 90 Minuten. Genau. Der G-Kurs schreibt 40 oder 50 Minuten und der E-Kurs, also ich, der Erweiterungskurs 120 Minuten. Das sind 2 Stunden. Das ja 4 Stunden. 2. 720 Minuten sind 2 Stunden. Ich schreibe 2 Stunden, hä? Krass. Ey, nö. Ey, ich schreibe in der Mittagspause rein, in der 1 Stunde Pause. Leck, Mann. Nee. Hallo. Leck, Eier. Leck, Eier. Ich glaube, wir schreiben so mit der Pause rein. Das ist voll scheiße. Ich kann mich ja Pause, kann ich ja Rede geben. Cool. Schnee im Tiefland von NRW, cool. Wetterwarnung von NRW. Was ist denn NRW? Danke. Hier. Schnee im Tiefland von NRW. Uhrzeit. Oder Sonntag. 3.12. 37 bis Montag. Ja. 12. 6 Uhr. Im Osten von Belgien hat sich ein Schneefallgebiet entwickelt. Das ist hier nun im Westen von NRW. Im weiteren Verlauf des Tages kommt ein neues Schneefallgebiet von Frankreich. Dies kann dann breitet eine dünne Schneedecke von 3 cm ausbilden. Da ist alles so von hier von Kleve. Über Oberhausen, Duisburg, Mülheim, Düsseldorf, München, Gladbach, Wuppertal, Brandenburg, Hamm, Münster, Bad Salzburg, Bielefeld und sowas alles. Ja, Eschenhausen, Herne, Krefrans, Herne. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Guten Tag. Guten Tag. Herne. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Herne. Ich mag die Eurobahn-Ansagen. Die ist cool. Also Eurobahn-Ansagen bei der U35 wären ja was Geiles. Ja. Pfälzerstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nee, mein. Besser als Anna. Nee, die Anna. Die Anna ist eine geile Schlampe. Die Anna ist eine geile Schlampe. Hämmer.
Mach den Tuch, so ich gerne ein. So. Also, das wird ja alles im Video von Mario. Hallo. Hallo. Ja. Was hältst du vom VR-Zukunftsplan 2040? Ich finde es cool, dass es einen neuen S-Bahnhof in Recklinghausen geben kann. Und der soll heißen Recklinghausen Hochlange. Sowas. Ja. Cool, ich finde es cool. Aber das werden die eh nicht ab. Das wird auch nicht schaffen. Das ist doch das DB, bitte. 2040 auf der Art. Ich hab niemals. Achso, ab 2040 soll es einen neuen S-Bahnhof in Recklinghausen geben. Ab 2040 soll es einen neuen S-Bahnhof in Recklinghausen geben. Der heißt Recklinghausen Hochlar. Guten Tag. Warte mal. Krefeld soll es den Bahnhof. Krefeld soll es den Bahnhof. Was ist 2040 in Krefeld? Und jetzt bald nächstes Jahr kommt der RB37 von Krefeld bis nach Preußen. Ja, okay. Nicht mal. Gleich. Chill doch mal. Domme, chill doch mal. S22. Papa und Sahne reingemacht, Hähnchenfleisch und nichts mehr. Hier, die S22 von Recklinghausen Hauptbahnhof nach. Tschüss, immer schön wie du mit Reis, ne? Spaß. Ja. Die S22 fährt nur bis. Die fährt bis. Bis Hagen-Hauptbahnhof hält aber nicht Bochum-Hauptbahnhof, sondern nur Bochum-Dahlhausen. Ja, Jason, Bochum-Hauptbahnhof wird immer noch nicht geschlossen. Von Herne. Ja, Mama, dich und Jörn. Und in Frechenhausen, meinst du, nach Bochum? Ja, das gibt's immer noch nicht. Hier. VR-Zukunft. Ja. Hier, Frechenhausen-Hauptbahnhof. Und dann runter soll es den ersten neuen S-Bahnhof heißen, Frechenhausen Hochlage E. Dann fährt hier eine S-Bahn oder was? Dann fährt hier in Recklinghausen noch eine S-Bahn, ja, aber ich frage mich. Natürlich, Recklinghausen Hochlag. So, chill doch mal zum fünften Mal, halt. Jetzt mach einen Keks, Mann. Noch ein Disco rein, dann zieh ich irgendwie nicht baden. Was? Ja. Dann kütet gerne ein. Marlon kütet dich gerne ein. Ja. Ja. Hallo. Straßenbahn nicht, nein, aber U-Bahn. Aber bei der U-Bahn auch nicht immer. Doch. Nein. Ja, okay, wenn die verkehrt rumfährt, wird es links sein. Was?
Hallo. Jason? Ja? Hast du deine Mutter eigentlich schon was bezahlt? Nein. Okay. Willst du das sagen? Erstmal. Okay. Leon, würdest du direkt sagen? Ja, okay, so. 200. Leon, hast du es deinen Eltern mit Elsa erzählt? Nein. Ganz bestimmt nicht. Weiß ich, dass wir dir gewinnen. Hab ich nicht gesagt. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und ein Like für diese schöne Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao und tschüss. Hammer! Marlo, noch ein gutes Hammer.